Tür auf! Nein, okay. Da will wohl keiner mehr. Ja, keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Kann man das im Menü sehen? Mal die Rose rot an. Ach, ich glaube, das ist wie bei, ja. Zelda und Link und so. Dass du dann eine neue Rose bekommst, wenn du vier Teile hast. Wie so ein Herzcontainer eben. Das könnte es sein, ja. Doch, da bin ich von überzeugt. Und da bin ich jetzt froh, dass ich erst da reingegangen bin. Aber ich glaube, das hätte ich auch gesehen. Hier geht es noch so weit, da wäre ich sowieso nochmal umgekehrt. Schade nur, dass ich die erste Frage falsch beantwortet habe, aber... Ich weiß nicht. Was ist da richtig? Wo soll ich das denn wissen? Hui, das war knapp. Gehen wir jetzt zu dieser Flaschenstadt? Das finde ich cool. Ey, na Freund! Boah, wieder mehr aufs Maul geht. Verdammt, ey. Ohne mich, aber alleine hast du keine Schnitte. Oh, oh. Boah, der gecreached, ey. Gekreischt, meinte ich eigentlich. Ich wollte es aber in ein cooles Englisch umsetzen, hat aber leider nicht geklappt. Komm, friss mich! Herrlich, volle Heilung. Das werden wir mal genießen. Mmh, Wellnesskur in der Blume. Wellnesshotel zur fressenden Blume. Mmh. Wäre lustig, wenn es so ein paar Pflanzen gäbe, die so ähnlich aussehen. Wenn man da mal reingeht, ist man tot. Ja, das wäre mal unvorhergesehen. So, wir sind voll. Ich bin schon wieder voll. Oh, nur nicht daneben. So, wie weit können wir hier? Ach, das ist ja auch gemein, wa? Ein Teil, was sich hoch und runter bewegt. Ja, aber dann habt ihr die Rechnung ohne uns gemacht, Leute. Gar kein Problem. Gut. So, ach, wie die sich langsam in Bewegung setzt. Oh, ist das süß. Ist hier noch irgendwas? Ich vergesse mal zu gucken. Hier meinen Spider-Sinn einzusetzen. Oh, was ist das denn? Muss ich da Angst vor haben? Tut der mir was? Ich bin auch noch voll geheilt, oder? Warum sollte ich das jetzt schon wieder benutzen? Hä, ganz ehrlich, wieso? Aber es scheint ein größerer Kampf anzustehen. Was bringt mir das? Ach, das ist ein Floß, krass. Das ist ja mal schnieke gemacht. Alter Schwede. Da darfst du dich auch nicht vertun bei. So, ich glaube, jetzt muss ich aber abspringen, oder? Ach, wisst ihr was? Wir sind Badass und wir tun das einfach. Ja, wir lehnen uns auch aus der Achterbahn. Ui, was war denn jetzt? Jetzt hat sich das Spiel gerade eine kurze Pause gegönnt, ja. Es ist ja auch schon spät. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, 13:30 ist es mittlerweile. So, was ich euch mal fragen wollte, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich Alice Madness Returns direkt weiter mitmachen soll. Oh, oh, der Fisch, der macht mir Angst. Ja, Moment. Ich mach's mal gerade so. Ich stelle mich mal kurz zur Seite. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, 3 Let's Plays gleichzeitig, das kann ich schaffen. Ist halt die Frage, ob ihr das möchtet, weil ich jetzt noch nicht so viele Abonnenten habe. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Sonst, wenn keiner schreibt, werde ich Alice Madness Returns nach der Aufnahmesession hier erstmal pausieren. Und an Command & Conquer Renegade anschließen, sobald das abgeschlossen ist. Weil ich denke, 2 Let's Plays sind durchaus genug im Moment. Es sei denn, ihr wollt es halt unbedingt anders. Dieser Fisch macht mir ein bisschen Angst. Mit einer Piratenflagge, oh oh. Der ist ja richtig fies, ne? So. Okay, wir sind wieder raus. Mit dem Kopf durch die Decke. Als ob jetzt hier nichts ist. Kannst mir nicht erzählen. Aber ich glaube, ich habe eine Schweineschnauze übersehen, oder? Ja, irgendwo habe ich eine Schweineschnauze übersehen. Ach toll, da komme ich jetzt nicht mehr hin, ne? Das war knapp. Ja, jetzt bin ich gestorben. Toll. Ja, mal sehen, wo wir wieder rauskommen. Okay, wir sind jetzt hier oben. Alles klar, dann lasse ich die Schweineschnauze einfach, wo sie ist. Das ist dann auch ein bisschen egal. Schade drum, aber es muss ja weitergehen. Und wie immer habe ich natürlich keinen 100% Run versprochen. Das ist ja ziemlich hoch. Da komme ich gar nicht mehr hoch, oder? Ich glaube, das wäre der andere Weg gewesen. Nee, da komme ich nicht hoch. Stöß! Ja, schade drum. Aber Alice wird ja geklont, wie ihr wisst. Der macht das nix. Da springt sofort der nächste Klon aufs Schlachtfeld. Über diese Fische. Ich weiß nicht, ob die irgendwas können.
Ich glaube, die sollen nur zur Irritation dienen. Was ist das denn da hinten? Zähne? Es glitzert vor sich hin. Ui, Alter, wenn das jetzt so weiter ruckelt. Nee, jetzt geht's wieder. Wir sind beim Schiff angekommen. Herrlich. Boah, ist das eine Megaflasche. Ach, da ist sogar ein Riss drin. Ja, gerade noch rechtzeitig, denn dieser Fisch kann komischerweise auch fliegen. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns, also komm rauf. Ja, wir sind auf Tauchkurs. Yippie-yay. Was ist der Grund dafür? Die Haie haben die Flasche kaputt gemacht. Bin ich jetzt das Schiff? Wie krass ist das denn? Drücke die linke Maus, um Kanonen abzufeuern und die rechte, um Wasserbomben. Nice. Jetzt geht's aber richtig los hier, oder? Hoffentlich hakt das jetzt nicht so. Geil, es ist ein Sidescroller geworden. Fett. Wie lustig. Geile Kacke. Was können wir denn so alles? Bam, 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 bam. Also von vorne ist ja echt läppisch. Es hakt mir im Moment aber noch ein bisschen zu sehr. Das ist schade. Darf ich da keinen durchkommen lassen? Ach komm, wir räumen einfach alle Fische ab, dann können wir uns nichts. Boah, krass, was die sich jetzt alles einfallen lassen haben. Ziemlich, ja. Nee, der darf durchkommen, also das schadet ihm nichts. Ja, ich weiß nicht, was jetzt los war. Gerade hat das Spiel ein bisschen geruckelt, deswegen habe ich die Aufnahme ganz kurz unterbrochen. Aber wir sind wieder da. Wirklich viele Frames habe ich immer noch nicht. Alter, mein Gott. Ich hoffe, dass das nach der Aufnahme wieder nachlässt. Wie ihr seht, habe ich dadurch auch schon ein bisschen Leben verloren. Oh, 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 wir sind dem Tod geweiht. Dieser Kanonenkrebs da unten, du Penner. Der ist ziemlich gemein. Ah, die Minen sind geil, die machen nämlich alles futsch. Boah, also ganz ehrlich. Ist ja jetzt nicht so, dass dieser Side-Scroller so gewaltig ist, dass das Spiel so mega hängen müsste. Das ist echt eine... Nein, 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 jetzt muss ich runter. Krass. Krass, krass, krass. Was die sich alles einfallen lassen. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? Jetzt läuft's aber wieder. Oh, den oben krieg ich nicht kaputt, oder? Doch. Yes. Komm, Fischi. Da, für dich. Habe ich dir ins Maul gelegt. Oh Mann. Von hinten sind halt natürlich blöd, ne? Die kannst du schlecht verteidigen. Ja, komm, schieß schon. Nein! Ah, nicht getroffen. Zwei Leben nur noch, ist trotzdem nicht viel. Dann hat er mich vielleicht eben doch getroffen. Ach, wie toll. Jetzt hat er uns doch noch erwischt. Wo geht's denn nun hin? Ja, Captain Jack Sparrow, das war wohl nix, ne? Meine Güte. Also nein. Gut, aber trotzdem überstanden, auch mit dem dicken Ruckler drin. Also das war ja echt schon fies. Was weinst du denn, hm? Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten.
Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Jetzt hat es schon wieder so geruckelt. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was es ist. Wir... Ach cool, guck mal. Wir haben ein kleines Schwänzchen, das leuchtet. Haben ein neues Outfit und das soll ja wohl ganz klar an so eine Meerjungfrau oder irgendwas, also zumindest irgendwas Meerähnliches erinnern. Cool gemacht. Also was die Entwickler so geraucht haben, wüsste ich gern mal. Ja, das Shifter ist leider total frittiert jetzt, ne? Da ist nichts von übrig geblieben. Gut. Okay. Direkt mal die ersten Geheimnisse abchecken. Damit man weiß, wie die aussehen. Das sieht lustig aus. Mit dem Schwänzchen. Hallo. Hast du schon mein neues Schwänzchen gesehen? Die neueste Anmache im Wunderland. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Gut, keine Ahnung, was die uns die ganze Zeit sagen wollen. Boah, mein Gott. Der sieht lustig aus. Guck mal, der hat einen Kuhkopf, aber einen Schildkrötenkörper. Ekelhaft. Ja, und der hat auch wieder einen Kuhschwanz. Naja, sagen wir nichts dazu, ne? Drogen und so. Entwickler. Nehmt weniger. Ja, sonst kann ich die abschießen? Bringt mir das was? Nö. Alles klar, dann nicht. Dann lassen wir euch mal heile. Hallo Qualle. Bist du gut oder böse? Du bist böse. Aber ich glaube, ich kann dir nichts tun, oder? Nope. Das macht dem mal gepflegt gar nichts. Wow! Ist euch da was abgestürzt? Ja, wirklich schwer zum Kurven bist du auch nicht. Hm. Moment. Moment. Ja, ja, hier wartet der Tod. Ja, das klingt doch mal einladend, oder? Ja, hier... wackelt eher erstmal ein dicker Ruckler. Gut, ich glaube, ich mache heute nur eine kurze Aufnahmesession. Weil, wie gesagt, ihr solltet ja sowieso mal abstimmen, wie es weitergehen soll. Oder einfach mal ein Feedback geben, ob es euch überhaupt gefällt, ob ich das weitermachen soll. Sonst mache ich das natürlich nicht. Wo ist er jetzt hin? Und wo ist meine Schweineschnauze? Hallo? Schweineschnauze unter Wasser? Unrealistisch. Hallo? Swiney? Was ist das denn da drin? Na, ich bin... Wie viele Wege gibt's denn hier? Wo soll ich denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Da ist noch was. Ich glaube, da muss ich nachher hin, oder? Ich glaube, da gibt's kein Wiederkommen. Hier gibt's erstmal ein Geheimnis, okay? Nee, Freundchen. Nix. Halt die Backen, ey. Oh, oh, daneben. So. Schluss. Ich will nix hören. Wie krieg ich denn das Ding auf? Hallo. Hallo, ich bin da. Ach so. Ah. Na, was ist das gemein? Die fiesen Facker haben sich wieder was Fieses einfallen lassen, um mich zu foppen. Ja, ganz viele Worte mit F. Das ist der neue Trend. Ein neues Fläschchen. So. Ja. Sehr gut. Ach so. Mach dich mal klein, Alice. Ab in die Hocke. Guck mal, da ist sogar noch ein Krebs dran. Also, an den Outfits kannst du nicht meckern. Die sind echt schick. Aber die hat eine neue... Nee, die hat doch keine neue Frisur. Wenn die so läuft, sieht das aus, als hätte die eine Kurzhaarfrisur. Ist ja nicht so meins, ne? Ich stehe ja dann doch eher auf lange Haare. Oh, ich glaube, da sollten wir nicht rein, ne? Ach, die hat sogar ein Auge. Wie lustig. Komm. Kann ich die da reinwerfen? Ach, da macht er gar nichts.
Ach komm, den Tod möchte ich jetzt mal mitbekommen. Ich möchte nur sehen, wie es aussieht. Alter, ist ja locker Zeit. Aber auf jeden Fall mal lustig. Wir machen ja alles mit, ne? Wir wollen ja hier alles gesehen haben. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist diese verkackte... Da ist sie. Diese verschissene Schweineschnauze. Gib mir, was ich möchte. Los. Ja, ist klar, ne? Aber ohne mich, Freunde. Huch, das war falsch. Ja, so meint ich. Den kann ich auch locker kaputt schießen, oder? Schieß mal! Hört ihr einfach auf zu schießen. Boah, der ist echt widerstandsfähig, das Ding. Raus da. So, das war knapper als gedacht. Gut, noch ein paar Zähne eingesammelt. Dann gucken wir nochmal kurz auf die Uhr. Und dann würde ich sagen, ist auch für diese Aufnahmesession wieder Schluss. Das waren jetzt zwar nur 2 Folgen, aber ich komme im Moment mit Fraps nicht so klar. Muss nochmal schauen, woran das liegen könnte, weil in den ersten Folgen lief es definitiv besser. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr es so findet, was ihr euch wünscht bei Alice Madness Returns. Und sonst würde ich mich erstmal in eine kleine Pause mit diesem Let's Play verabschieden. Also, macht's gut, euer Shavo, ciao!